So, ihr Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Folge Mechi Truck Simulator. Jawohl, und unser neuer Truck. Nice, nice, nice. In Livestream haben wir uns den gekauft, den Truck. Und heute machen wir im ersten Let's Play eine Lieferung. Ja, mal gucken. Müssen wir erst mal ihn abholen. Ich glaube, wir müssen da lang fahren, ja. So. Sehen, was wir Schönes haben. Auch sich zu früh bremsen neigen. So. Mach mal. Was Schönes haben. Bei Lieferung. Eine Stunde. Ach nee, das läuft eine Stunde ab. Was haben wir? Sägespäne. Wir fahren Sägespäne. 40 Pfund sind das, fast eben 40 Pfund. Wir fahren Sägespäne. 5 Stunden. Naja, 6 Stunden auf hier aufgerundet. 272 Meilen. Dann machen wir. Eilig. Macht sich nur, wo müssen wir die Fracht? Ah, da hinten. Da. Steht aber auch. Das ist der falsche Gang, Heiko. Das ist der falsche Gang. Du musst schon rückwärts fahren. Also, ein bisschen gerade an Docken schon. So, hängen wir mal an. Endlich zum Losfahren. Groß ist das Ding. Naja, gut. Geht. Müssen wir bloß mal sehen, wie wir hier rauskommen. Nein, falscher Gang wieder. Bei ihr rauskämpfen. Haben wir ganz schön eng gemacht. So, sollte reichen. Sollte reichen. Gut. Dann mal los. Wo war das Licht an? Moment. Aber ich muss mal das Lenkrad. Oh, nicht wieder. Ja. Ja, das, die Innenbeleuchtung ist eben dann nicht so. Beleuchtet wird. Das irritiert ihn immer. Das irritiert mich immer ein bisschen. Biege nach rechts ab. Hast das Metallding mitgenommen? Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab.
Ja. Ja, guck. Oh, Säge später abliefern, ja. Hat aber weit vor. Ja, da musst du schon, dass es grün wird. Komm, zieh mal vorbei. Ich muss nach links. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. So, let's go. Wie gesagt, das ist ein Monster. Wir fahren fast 40 Tonnen und der rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Er zieht einfach durch. Ja, das war's mit. Ja. Nimm die Ausfahrt rechts. Nee, können wir nicht, Maus. Können wir nicht, Mausi, Helga. Nicht raus. Deine Ladung nicht richtig gesichert. Neue Route finden. Rechts halten. Ach doch. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Richtig? Nimm die Ausfahrt rechts. Er hat keine richtige Ladungssicherung gemacht. Deswegen hat er seine Rohre verloren. Demnächst links abbiegen. Wie man sieht, sieht man nicht. War zu lange auf der Bremse. Biege nach links ab. Mal sehen, ob wir drauf kommen. Nicht, dass wir jetzt wieder 10 Stunden durch die Kante geworfen müssen. Biege nach links ab. Geht leider nicht. Da was du anhalten und nicht anhalten? Alter. Immer geradeaus. Da wieder hier hochzapp. Ach nee, wir haben Pfund haben wir. Und ich will jetzt nicht umrechnen. Ihr könnt es mir ja sagen, eben 40.000 Pfund. Wie viel Tonnen das sind? Keine Ahnung, ich will jetzt nicht rechnen.
Huch. Oh, ich finde ihn so geil. Oh, schön ist ich auch. Er hat nicht geladen. Warum ist er so langsam? Hallo? Er hat doch nichts geladen. Aber was wir jetzt machen, ist tanken fahren. Okay, lass uns eine neue Route finden. Brauchen wir eine neue Route? Ja. Biege nach rechts ab. So. Danke, erst einmal. Schlafen könnte man eigentlich auch, oder? Bloß mal gucken ins Menü, bevor wir weiterfahren. Oder schlafen überhaupt. Sollten wir hier schlafen, ja. Was? Alter, Dieselpreis 404 Dollar. Wow. Das ist nice. So, ich will mal gucken, wie lange haben wir noch? 10 Stunden. Wie viele Stunden müssen wir fahren? 5, glaube ich, ja. Und dann müssen wir durchheizen. Würde ich sagen. Aber wir heizen durch. Fünf Stunden müssen wir da eigentlich hinkriegen, oder? Haben sie uns wieder eine kurvenreiche Strecke. Schön, ich kann runter.
Was? Er hat es nicht geschafft. Zieh doch die paar Segenspäne hier hoch, Mensch. Junge. Bitte links halten. Mach mal. Jetzt aber. Übelst bergab. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sparen wir Sprit, hä? Wenn wir runterrollen, sparen wir Sprit. Bitte links halten. Gleich ab, kann man nur Sprit sparen. Einmal frei. Und die Baustelle, natürlich. Geradeaus. Was machen die denn nur hier? Meine Güte. Ihr könnt doch schneller fahren hier. Weil jetzt sind die gerade schneller gefahren, die fährt aber doch langsamer. Da wollt ihr mich verarschen? Immer geradeaus. Ui, hier bremst man, hier bremst man. Oh, LKW umgekippt, zumindest auf Flieger. Oh mein Gott. Oh mein Gott, der arme Kerl. Das wird teuer.
Das wird teuer. Ja, der Versicherung. Oh mein Gott, das wird teuer. Geradeaus. So, hier war ja. Ich muss das mir noch merken. Hier war das, hier darfst du nicht 6 km/h zu schnell fahren. Das war hier anders. Fahren Sägespäne für Meerschweinchen und Kaninchen. Die müssen wir pünktlich anbringen. Sägespäne brauchen die Meerschweine, brauchen die Kaninchen, also müssen wir die unbedingt pünktlich anbringen. Anliefern, abliefern. Meine Güte. Ihr wisst schon, was ich meine. Abliefern. Genau das bin ich. Abliefern. Immer geradeaus. Immer geradeaus. Rüber. Ja, ihr Lieben, ich habe gerade wieder natürlich Euro Truck Simulator aufgenommen vorher und da ist die Steuerung ganz anders. Ich überlege mir schon, die Schilder wegzumachen, also die Namensschilder,
willst du das linke? Dass ich dann, dass man eigentlich, also Heiko steht ja in dem linken Schild, dass ich das nochmal ändere, der rechten Seite, dass ich dann eben da Heiko Hofmann reinschreibe, weil auf der linken Seite, muss ich euch offen ehrlich gestehen, das stört mich hier ein bisschen. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Mach mal, Helga, mach mal. Nimm die Ausfahrt rechts. Biege nach links ab. Ups, ein Stich, ey. Pferdchen! Achtung! Rechts! Pferdchen! Guckt! Pferdchen! Rechts! Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Ach so, das ist für eine warum bremse ich denn so hart? Das ist nicht für Kaninchen oder Meerschweinchen. Das ist für eine Form. Ein Pferdchen. Das war eine schöne Fahrt. Abliefern. Ach, das. Pass auf. Da hinten ist, ne? Glaube ich. Ja, müssen wir mal gucken. Aber warte mal. Da. Könnte man doch eigentlich da lang fahren? Ja, natürlich. Was habe ich denn umgefahren? Habe ich mich gerumpelt? Was habe ich umgefahren? Aber euch, was habe ich umgefahren? Es hat gerumpelt. Hey, Mutschikus sind das. Habt ihr das gehört? Mutschikus. Also nicht für die Pferdchen, für die Kühe. Der Bullen. Alter, da einfahren. Also Amerika-Truck macht 10 echt. Ja, und jetzt geht's wieder los. Müdigkeit und so, ne?
So. Gut, ihr Lieben, da haben wir es geschafft. Nice. Da haben die Mutschikus, jetzt haben die Mutschikus ihre Sägespäne. Ja, war eine kurze Fahrt, aber ja. Gut, ihr Lieben, damit bedanke ich mich für euer Zusehen, für eure Kommentare, für eure Likes. Allzeit gute Fahrt und bis zum nächsten Mal. Tschüss.